Moin Stefan. Wen vertrittst du hier? Warum bist du heute hier? Ja, moin. Ich bin heute hier. Ich bin im LSV Deutschland Vorstand und wir haben zusammen mit den Freien Bauern diese Veranstaltung unterstützt. Das haben Berufskollegen von uns geplant aus freien Stücken, weil sie ungeduldig geworden sind, weil sie darauf warten, dass endlich was passiert. Das ist jetzt fast ein Jahr her. Und dass wir vor die Lega gefahren sind, da sind wir letztes Jahr im Oktober, ne? Sind wir die ersten Male losgefahren. Daraus ist ja der Agrardialog entstanden und es gibt leider noch keine greifbaren Ergebnisse. Man hat sich in diesem Agrardialog, man hat es dann Agrardialog genannt, hat man sich zusammengetan. Der Platz für den Deutschen Bauernverband ist immer frei gewesen. Er war mit eingeladen, hat aber in jetzt gut einem Jahr es nicht geschafft, an den Verhandlungstisch zu treten, sich zu setzen und hat im Gegenteil sogar mit der ZKHL versucht, etwas Neues zu gründen und hat uns im Grunde genommen dadurch ja, aus dieser Verhandlung versucht rauszudrängen. Und das möchten wir uns auf der einen Seite nicht gefallen lassen und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir, das habe ich von den, ich war selber nicht im Agrardialog dabei, aber ich habe ja nun auch mit den Menschen gesprochen, die dabei waren. Es gab merkliche Erfolge und ich selber war vor kurzem mit einem Berufskollegen in einer etwas kleineren Runde. Das war jetzt nicht aus dem Agrardialog, aber es war sowas Ähnliches. Das war bei meiner eigenen Meierei, wo ich hinliefer. Da haben wir auch mit einigen Einzelhändlern gesprochen und die haben ganz klar auch gesagt, also wir haben endlich mal die Stimme der Bauern gehört, ne? Und nicht die Stimme irgendwelcher Funktionäre oder in der ZKL zum Beispiel ist der Deutsche Raiffeisenverband, soll da auch mit am Verhandlungstisch sitzen. Ich weiß nicht, was er da soll, keine Ahnung. Der Deutsche Raiffeisenverband hat es in den letzten 30, 40, 50 Jahren auch nicht geschafft, uns gute Preise zu bescheren. Am 13. und 14. Dezember soll ja auch diese große europäische Demonstration der Bauern in Brüssel stattfinden. Du bist einer von denen, die auch bei der Orga von Landschaft Verbindung Deutschland mitmacht. Magst du da mal ein kleines bisschen drüber reden, auch die Schwierigkeiten oder auch vielleicht positive Seiten? Weil es ist ja immer über die Sprachen hinweg sehr schwer miteinander zu kommunizieren. Also die Landwirte aus Griechenland, die Landwirte aus Polen. Das mit der Sprachbarriere ist gar nicht so groß, das Thema. Ich selber bin ja Landwirt aus Norddeutschland und zum Beispiel wir haben angefangen, uns mit den Holländern zu unterhalten und da ist die Sprachbarriere gar nicht so groß. Mein Kollege Klaus aus Bayern, der hat da schon eher mal ein bisschen Probleme. Aber nein, wir sprechen Englisch, das ist kein Problem. Also wir haben jetzt auch schon mal eine Runde gehabt, da haben wir tatsächlich Dolmetscher dabei gehabt, weil wir auch Franzosen und Belgier dabei hatten und die kommen dann schon mal so ein bisschen an ihre Grenzen. Aber wie gesagt, wir können da gut sprechen, das ist nicht das Thema. Wir wollen alle das Gleiche. Gefunden haben wir uns, irgendwann haben uns die Holländer von FDF eingeladen und einige aus unserem Vorstand oder einer aus unserem Vorstand ist mit einem Kollegen dahin gefahren, konnte diese Einladung befolgen. Ich selber hatte an dem Tag leider keine Zeit. Und da ist dieser Gedanke so ein bisschen entstanden. Zusammen mit den Holländern. Die Polen sind dabei, die sind auch ganz stark. Die Polen haben ungefähr 20% der Bevölkerung, die noch in der Landwirtschaft arbeiten. Der Agrarkommissar ist ein Pole. Die sind mit der Politik von ihrem Agrarkommissar überhaupt nicht einverstanden. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir haben die Iren dabei, wir haben Dänen dabei, wir haben Franzosen. Also das ist die größte Demonstration komplett über Europa organisiert. Ich hoffe, das wird groß. Ich hoffe, da können wir was zeigen, was wir eigentlich können. Und gerade der Green Deal wird ohne die Landwirte nicht funktionieren. Und das ist die Aussage, die eigentlich hinter dieser Demo stehen soll. Wir fahren da nicht hin, um gegen etwas zu sein, sondern wir sind diejenigen, die es gestalten können. Und mit uns und ohne uns geht es. Also es geht nur mit uns. Ohne uns geht es nicht. Und das wollen wir da in Brüssel zeigen. Gönnen Sie sich eine Auszeit vom täglichen Mediendschungel. Die neue Epoch Times Wochenzeitung. Ausgewogener Journalismus und unabhängige Berichterstattung. Für kritische Leser und kluge Köpfe. Testen Sie jetzt 3 Ausgaben gratis und lesen Sie den Unterschied. Die EU erschafft Richtlinien, die dann in jedem einzelnen europäischen Land
implementiert werden. Eben auch durch Richtlinien, Verordnungen, Gesetze. Wer vertritt eigentlich die deutschen Bauern in der EU, in Brüssel? Das frage ich mich auch. Das frage ich mich auch. Und wenn ich dann sehe, dass wir das ständig um die Ohren gehauen bekommen, dass wenn wir hier in Deutschland nicht liefern, dass das dann eben aus dem EU-Ausland geholt wird. Also wir hatten gestern den 17. November, das ist der Tag, an dem die deutsche Selbstversorgung überschritten war. Also ab dem 17., also ab heute, ab dem 18. sozusagen, ist der erste Tag, wo wir uns in Deutschland nicht mehr mit unserer Landwirtschaft selber ernähren können. Und wir können das auch auf Dauer nicht aus anderen Ländern holen. Das ist ja auch eine ziemliche Ausbeutung, die wir da machen. Und deswegen, ja, wir sitzen alle in einem Boot und auch unsere Berufskollegen aus den anderen EU-Ländern. Ich habe jetzt ja mehrfach mit denen gesprochen. Wir haben alle die gleichen Probleme. Was sind da jetzt genau die Probleme in den anderen Ländern? Ja, was sind die Probleme? Die Probleme sind, dass die Landwirte dort auch eben nicht von ihrer Arbeit leben können. Und das ist das Problem, was uns alle eint. Und wir, es wird dann immer so der Blick woanders hingeschoben und von woanders wird es dann schon billiger kommen und der kann es dann immer billiger. Aber der Landwirt in Polen, der muss auch von seiner Arbeit leben können und das kann er eben im Moment auch nicht. Alle Landwirte in Europa wollen eine Nahrungsmittelsouveränität. Wir wollen ja unsere Bevölkerung ernähren können, weil das haben wir jetzt ja, das muss man ja mal sagen, das wird ja so oft vergessen, das haben wir ja nun in den letzten, seit 1945, in den letzten Jahrzehnten geschafft. Wir haben hier Frieden gehabt in Europa und das ist, weil wir satt sind. Und wenn wir hier unsere Nahrungsmittelsouveränität nicht mehr haben, so wie wir es zum Beispiel jetzt ja in dieser Corona-Pandemie mit einigen Dingen gemerkt haben, wie zum Beispiel Masken, Pillen und was da denn alles fehlte, da werden wir Riesenprobleme bekommen. Und ich habe immer noch die Bilder vor Augen, wie sich die Leute um Klopapier im LEH kloppen. Ich möchte nicht erleben, wenn es da um was zu essen geht. Ernährungssouveränität, das hat ja aber auch was mit Land und Volk zu tun. Also letztendlich will wahrscheinlich der polnische Bauer vor allen Dingen auch erstmal seine Region, seine Leute ernähren im Umfeld. Ja, grundsätzlich ist das ja so, wir hier in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein wachsen ja Bananen ziemlich schlecht. Das weiß ja nun eigentlich jeder. Dafür können wir hier vielleicht eine Kartoffel besser anbauen und oder wir können hier vielleicht etwas besser Milch produzieren oder auch ein bisschen Schweinefleisch. So, und dass es einen gewissen Welthandel gibt, das ist ja vollkommen in Ordnung, das ist ja normal. Und das ist eben auch ein Thema, was hier heute war, eine klare Herkunftskennzeichnung. Wir wollen ja auch eben nichts aus anderen Ländern mit irgendwelchen Pflanzenschutzmitteln erzeugen, was da erzeugt wird, die hier seit 30 Jahren aus guten Gründen verboten sind. Und da wurden ja hier vorhin auf der Bühne einige gute Beispiele genannt. Was machst du denn als Bauer? Ich habe einen Milchviehbetrieb. Wir melken 120 Kühe und wir sind momentan in der Umstellung auf Bio, weil wir ein ziemlich grünlandstarker Betrieb sind und das passt bei uns betrieblich ganz gut. Und ja. Ich habe ja gesehen, jetzt bin ich ja hier mal durch Niedersachsen so durchgefahren und ich war doch sehr erstaunt, das ist schon sehr viel mooriges Land hier, ne? Also ich sehe teilweise extrem viel Moorgräser. Schleswig-Holstein ist da ja ähnlich, aber hier sieht es nochmal anders aus, so ein bisschen habe ich das Gefühl, oder ist das nur ein Trugschluss? Ja, gerade hier in Niedersachsen, das ist ja, oder auch überhaupt im Norden oder in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt, ist es ja so, dass wir viel, viel Grünland haben. Also mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist Grünland und das können wir eben nur mit Wiederkäuern, Schafen, Ziegen, Kühen für die Nahrungsmittelproduktion verwenden. Naja, also müsst ihr denn bei euren Weideflächen auch so diese Gräben, diese Gruppen ziehen, damit das Wasser ein bisschen abläuft und die Wurzeln des Grases nicht schon quasi ersaufen? Ja, auf jeden Fall. Also ich lebe ungefähr 40 Kilometer westlich von Hamburg, ist mein Betrieb. Und wenn ich noch ein bisschen weiter an der Westküste hochfahre, das sind, glaube ich, 20 Kilometer von mir entfernt, das ist die tiefste Landstelle Deutschlands, das ist 3,54 Meter unter normal Null. Und wir liegen mit unserem Betrieb etwas höher, aber wir müssen auch unsere Entwässerung, das ist das Allerwichtigste. Was wird das Hauptthema sein für Brüssel, für die Demonstration
Also ganz klar der Green Deal und dass eine nachhaltige Lebensmittelproduktion und eine nachhaltige Landwirtschaft einfach nur mit uns Bauern funktioniert und dass wir Bauern die Lösung haben und dass wir wissen, wie es geht und dass wir einfach diejenigen sind, mit denen man darüber sprechen muss und dass uns nicht wieder aus Brüssel einfach etwas übergestülpt wird, was am Ende, wo wir dann teilweise sogar sehen, dass es am Ende vielleicht sogar kontraproduktiv ist.